Free-to-Play, das sind doch diese miesen Spiele, die dich erst einmal damit locken, dass sie ach so cool sind, sind es dann aber nicht. Stattdessen ziehen sie dir, wo es geht, das Geld aus der Tasche. Wo Free-to-Play draufsteht, ist folglich Pay, Pay, Pay angesagt. Stimmt's? Nö, stimmt nicht. Zumindest nicht grundsätzlich. Viele Free-to-Play-Spiele haben bereits bewiesen, kostengünstiger Spaß oder gar kostenloser ist möglich und wird geboten. Die folgenden Titel scharen Millionen Spieler um sich und sind in erster Linie darauf aus, ein tolles Spielerlebnis zu liefern. Es wird viel geboten und mit günstigen und vor allem fairen Preisen gibt man dem Entwicklerstudio ihren Verdienst. Auf die Größe kommt es nicht an, oder? Doch, manchmal schon. Während bei Battlefield 4 64 Spieler auf einem Landabschnitt den Server bevölkern und Netzcode ein immerwährendes Thema darstellt, wuseln tausende PlanetSide 2 Spieler über einen Kontinent ohne wahrnehmbare Leckprobleme. Selten bekommt man genau das, was ein schöner CGI-Trailer verspricht. Sci-Fi-Schlachten mit dutzenden Fahrzeugen und hunderten Spielern auf einem Bildschirm. Gerade Spieler, die seit längerem nicht mehr eingeloggt waren, können sich freuen. Das Thema Performance wurde angegangen und PlanetSide 2 punktet trotz toller Optik mit schönen Bildwiederholungsraten. Ach, gäbe es doch so etwas wie PlanetSide 2 im Zweiter Weltkriegsszenario. Moment, gibt es doch! Heroes und Generals ist kaum bekannt, die fleißigen Dänen werken jedoch schon seit Jahren an ihrem MMO-Shooter und bieten eine ähnliche Spielerfahrung wie der Sci-Fi-Shooter. Es gibt eine große Kampagne, die die Achsenmächte gegen die Alliierten Geplänkel führen lässt. Bei Tag und Nacht sowie zu Fuß oder mit Hilfe von Fahrzeugen und Flugzeugen. Wie bei den meisten von uns vorgestellten Titeln lässt sich auch Heroes und Generals in Verbindung mit Steam komfortabel in die Spielbibliothek aufnehmen. Auch War Thunder zeigt sich besonders positiv, wenn es darum geht, ohne Echtgeldeinsatz für Stunden zu begeistern. Die Grafik ist toll, dank vieler Original-Cockpits kommt ein immersives Erlebnis zustande und spielerisch, und das ist ja nun das Wichtigste, kann man als Einsteiger in den Luftschlachten tatsächlich aktiv mitwirken und Spuren hinterlassen. Mit Oculus Rift gar bekommt der Spieler kostenlos eine schöne Demo serviert, die mit einem passenden Joystick die Möglichkeiten der VR-Hardware gut präsentiert. Ein toller Vertreter des Free-to-Play-Gebührenmodells. Ebenfalls komfortabel über Steam zu beziehen ist Path of Exile, der wahre Erbe von Diablo 2, behaupten einige Spieler. Tatsächlich folgt das Action-Rollenspiel den Spuren der Legende und mit enormem Wiederspielwert, simplen Wechseln zwischen Single- und Multiplayer-Modus und stimmigem atmosphärischen Design steht es einem Vollpreistitel in kaum etwas nach. Mehr Platz in der Beutetruhe, zusätzliche Charakterplätze, kosmetische Items, nur solche Dinge können kostengünstig erstanden werden. So sollte ein Free-to-Play-Titel funktionieren. Team Fortress 2 ist ebenfalls überaus fair finanziert, wie spaßig. Seit Jahren einer der meistgespielten Steam-Titel und seit Jahren lediglich über Mikrotransaktionen im Shop finanziert. Notwendig sind die dort gekauften Gegenstände und Dinge nicht, man kann auch ohne Strickmützen und Hüte hunderte Stunden kostenlosen Spaß haben. Die Art, wie es implementiert ist, scheint sich jedoch auszuzahlen. 2013 verdiente Valve 139 Millionen US-Dollar mit Team Fortress 2. Neverwinter bietet ein Action-Kampfsystem, User-Content, Dungeons bzw. Gewölbe und das alles, wie es sich für einen Free-to-Play-Titel aus diesem Video gehört, kann auch ohne Echtgeldeinsatz für viele Stunden Spielspaß sorgen. Von Level 1 bis zum Maximallevel wird nie aufdringlich zur Kasse gebeten, außer man möchte seinen Fortschritt angenehmer gestalten mit speziellen Mounts und Begleitern, doch es gilt stets, man kann, muss aber nie wirklich. Bei World of Tanks spielt Geld nur eine Rolle, falls der Spieler den Spielfortschritt schneller erleben will. Entscheidender sind folglich spielerische Qualitäten und Wissensnachteile, die im späteren Spielverlauf deutlich ins Gewicht fallen. Möchte man als Einsteiger sofort die großformatigen Tanks nutzen, wird man zur Kasse gebeten. Doch was bringt einem Anfänger der Tigerpanzer, wenn er ihn nicht zu benutzen weiß? Richtig geraten, nicht viel und so verkommt er zum Kanonenfutter. Bis er einsieht, der spielerische, über die volle Lernkurve zum erfahrenen Kommandant ist der richtige Weg
Und Größe in der Welt der Panzer nicht alles. Wargaming setzte hier also ein faires Free-to-Play-System um. League of Legends ist das aktuell wohl meistgespielte Spiel der Welt. Dota 2, der Mitbegründer des Genres, mit dem höchst dotierten E-Sport-Turnier. Strife, der Newcomer und das actionreiche Bindeglied zwischen den zwei bereits genannten. Diese drei Spiele zählen allesamt zum MOBA-Genre und begeistern viele Millionen Menschen weltweit. Das Schönste daran, alle drei sind völlig kostenlos spielbar, Echtgeldeinsatz führt lediglich zur optischen Verfeinerung oder erlaubt Zugriff auf Helden, die in wöchentlicher Rotation auch ohne Geld irgendwann spielbar wären. Kurzum, für Spieler mit geringem Budget die wohl erfüllendsten und interessantesten Titel, für Entwickler ein Beweis dafür, dass man auch viel Geld mit kostenlosen Titeln machen kann, wenn man es denn richtig macht. Das waren sie nun also, unsere Free-to-Play-Titel mit wirklich fairem Preismodell, die auch für nicht zahlende Spieler ein Erlebnis darstellen und auf angenehme Art und Weise spielerisch Gründe setzen, warum man Geld investieren kann, aber nie muss. Fallen euch noch weitere Titel dieser Art ein und habt ihr eigene Erfahrungen gemacht, die ihr mitteilen wollt? Schreibt es uns und anderen Viewern im Kommentarbereich.